Hallo Afobs, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Micha. Und ich bin der Marco. Und wir sind voller Vorfreude, weil gerade angekommen, also die sind eigentlich noch, da ist noch LKW-Abgase dran. Ganz frisch, ganz, ganz frisch. Ja, ist denn schon Weihnachten? Wir fangen an, wir packen aus, wir zeigen es euch, wir sind heiß wie Frittenfett. Ihr erinnert euch ja vielleicht an unsere Kingdom Come Deliverance-Serie. Schnuckelige kleine Gebäude. Entworfen von Martin, glaube ich, dem Designer, der auch unsere schönen, großen, modularen, mittelalterlichen Gebäude entworfen hat, die bei euch so gut ankommen. Aber wisst ihr was? Der Martin. Hier. Martins Schmiede. Nee, das ist der Martin aus dem Spiel. Aber ist egal. Das passt aber. Ja, das passt aber wunderbar. Es gibt auch zwei große Kingdom Come Deliverance Sets. Zwei große modulare Gebäude, auch von Martin entworfen. Genauso toll wie unsere. Einmal groß, einmal sehr groß. Aber mit Figuren und mit gedruckter Anleitung und mit Kingdom Come Deliverance Lizenz und mit jeweils einem Pferd. Die sind heute angekommen, ganz knapp vor Weihnachten. Und die wollen wir uns jetzt mal genauer angucken. Und dann wollen wir die aufbauen, gell? Jetzt schon? Jetzt nicht, aber wir wollen die, falls alles klappt, wollen wir gemeinsam mit euch mit ein wenig weihnachtlichem Tee und ein bisschen Gebäck oder so an den Feiertagen ein wenig bauen und uns die Sets anschauen. Dann machen wir das. Ich mache jetzt mal hier einfach mal auf, ja? Darf ich das so machen? Mach mal einfach so auf. Hervorragend. So, das ist das kleinere von den beiden Sets, hat 959 Teile und ist Martins Schmiede. Ich bin aufgeregt. Na auf. So, brauchst du mit. Dann schauen wir mal. Mach's doch kaputt. Rohe Gewalt. Wo Gewalt nicht hilft, hilft mehr Gewalt. So, ein Büchlein. Ah ja. Also in diesem Büchlein wird beschrieben, wie man es baut. Wer hätte es gedacht? Ja. So. Haben wir hier. Oh, hier sind Nummern drauf. 5, 3. 5. 5. Tüte 1. Bis 5. Tüte 5 sind wahrscheinlich nur die Figuren. Das heißt, wir haben 4 Bauschritte für das Haus. Figuren, 2 Schubkarren und ein Pferd. Jawohl. Ein Pferd heißt Pferd, weil es Pferd. Pferd. 5 Bauabschnitte. 4 Bauabschnitte fürs Haus, der 5. für das Zubehör. 900 Teile, 959 Teile in 5 Bauabschnitten. Das klingt nach sehr entspanntem Bauen. Wir werden es euch... Ich werde mich entspannen dabei. ...zeigen. Genau, wir wollen das schon zu Hause ein bisschen vorbereiten und dann hier vor der Kamera zu Ende bauen und euch die Sets dann vorstellen. Ja, auf diese Sets freue ich mich schon, mindestens seit ich die kleinen gebaut habe und seit ich die mittelalterlichen Gebäude von uns in den Fingern hatte. Die sind nämlich der gleiche Stil, der gleiche Designer und ich möchte sie alle haben. Aber ich denke jetzt, der eine oder andere sitzt da draußen und sagt, uch, der Micha, was wird denn da vorbereitet? 959 Teile, soll ich schnell zusammenbauen? Du so, würdest es können. So halb kannst du ja schon mal. Ein bisschen loslegen kannst du schon mal. Okay, das war deins. Das war deins. Alles meins. Wie bist du denn mit dem Karton umgegangen? Du hast den da so rausgerupft. Und ich mach's jetzt wahrscheinlich warte mal, genauso. Mach so einen Krach. Sonst platzt die Kamera und der Ton und das Mikro und der Bardosch. Dann platzt der Bardosch, das wollen wir nicht, den brauchen wir noch. So, jetzt, mach du mal, zeig mal. Also das ist ja schon, Das sind wenig mehr Teile, das sind 2814, das ist also ungefähr dreimal so viel. Hui. Ein Tütenschnüffler. Und da ist der Geruch frischer Tüten am Morgen. Ich hätte fast gesagt, man kann nicht genug Tüten am Morgen haben, aber das ist blöd, das sage ich nicht. Das, genau. Ein Buch.
Alter, was ist das denn? Oh, das ist eine 16x16 Trans Black Platte. Ja, die braucht man, weil zwischen den beiden Gebäudeteilen ja ein Flüsschen, ein Bach hindurch fließt. Wie genial. Gut, jede Menge Teile. Hier ist auch ein Pferd mit bedruckt Schweif in anderer Farbe als der Körper. Sehr schick, bin ich gespannt drauf. Und die Xingbao Teiletrenner-Giraffe, richtig. Das bekomme ich nicht in einem geologisch überschaubaren Zeitraum vor der Kamera aufgebaut. Deswegen werde ich da am Wochenende mal loslegen und dann gemeinsam mit dir das Ganze zu Ende bauen. Denn mein Set ist ein wenig größer als deins. Du bist auch ein Profi. Ich baue vielleicht ein bisschen schneller, aber nicht so viel schneller. Ich baue nicht dreimal so schnell wie du. Dafür ist meins bestimmt komplizierter. Schau einmal, was ich hier an Gestänge und das ist ja ein offenes Gebäude, komplett offen eigentlich. Das ist eigentlich. Ein offenes Gebäude mit dem Schmiedefeuer in der Mitte. Das ist schon, wird interessant. Das ergibt schon Sinn. Man kann gespannt sein. Ich freue mich drauf, wie die Sets sind ab heute, ab sofort bei uns bestellbar, noch rechtzeitig vor Weihnachten. Kriegt ihr das hin, wenn am Montag ein paar Bestellungen kommen, dass die rechtzeitig geliefert werden? Ich bin schon ein bisschen was gewohnt, das werden wir hinkriegen. Wenn wir hinkriegen. Okay. Wenn das denn die Spedition schafft. Wenn das, ja. Da gehen wir mal stark davon aus. Wir werden übers Wochenende schon ein bisschen losbauen, werden dann ein Video drehen und wir planen dieses Video an den Feiertagen. Am ersten Feiertag bauen mit Blue Bricks, am zweiten Feiertag das Produktvideo, wo wir die fertigen Sets vorstellen, zu senden. Sollte das nicht klappen, weil noch was dazwischen kommt bei uns, wird es zwischen den Jahren gezeigt oder ja, aber wir planen, dass wir das schaffen. Das ist sehr, sehr zuversichtlich. Chaka, jawohl. Deshalb Hast du doppelt so viele Bauabschnitte? Ich habe Bauabschnitte 10. Doppelt so viel. Ich habe 9 ist das Dach, 10 ist dann das Zubehör mit den Figuren. Ja. Passt eigentlich so ganz gut, wenn so Bauabschnitte so 300 Teile sind, das lässt sich gut verarbeiten. Das ist prima. Ja. Damit war's das für heute schon. Und also für mich ist jetzt schon Weihnachten. Ich kann ein mittelalterliches Gebäude bauen, ich freue mich. Okay. Und ich bin ihm peinlich, das macht damit überhaupt nichts. Zu tun. Nein, bist du nicht. Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es noch mehr. Wir wünschen viel Spaß beim Bauen. Das wünsche ich dir jetzt einfach mal auch fürs Wochenende. Was hast denn du gegessen? Du bist ja wahnsinnig. Oder ist das das Set? Das ist das Set. Ach so, okay. Ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich ja auch. Warum habe ich eigentlich nur so ein kleines Set?